Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist Donnerstag. Donnerstags ist immer Lufthansa Group Update. Wir haben Themen wie den A350, der repariert werden muss. Dann haben wir A340-600, der schon wieder auf Malta in der Wartung ist, um in Dienst gestellt zu werden. Also nicht ganz so schlimm. Dann der Flughafenbus von Nürnberg nach München, den ich letzte Woche in München aus dem Fenster, aus dem Hilton beobachtet habe. Sah für mich immer relativ leer aus. Dann, was haben wir noch als Thema, Herr Hofmeister? Ja, zum Beispiel die Zusammen gegen Corona-Aktion der Lufthansa, wo sich die Lufthansa natürlich auch beteiligt. Ja, dann kannst du deines Amtes walten und wir gehen hier, glaube ich, los mit. Intro ab. Geht los. Abonnierbefehl an dieser Stelle, wie immer, abonniert unseren Kanal und dann ganz, ganz wichtig die Glocke anmachen, damit ihr auch jede neue Folge mitbekommt, denn ihr wollt ja alles aus dem gepflegten Vielflieger-Talk mitbekommen und nicht verpassen vor allem, aber auch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status bekommen, also deshalb abonnieren. Den Beitrag hier liken und kommentieren. Kommentieren. Ganz wichtig. Ja, Mario, dann lass uns doch ins erste Thema einsteigen. Welches dieser Themen möchtest du als erstes abarbeiten? Ja, ich finde es ja ganz faszinierend, dass entgegen aller Planungen die A340-600 wieder zurückkommt, nach München wohl. Oder andersrum, sie wird erstmal ab Frankfurt eingesetzt, soll dann aber irgendwie nach München kommen, weil sonst von München keine First Class mehr angeboten werden könnte oder kann. Aber so richtig wird ja, wie man liest, gar keine First Class angeboten. Zumindest nicht in Gänze. Nur die Sitze, aber nicht den Service. Das finde ich ja eine ganz interessante Sache. Aber warum muss die A340-600 nochmal kommen? Weil die anderen Flugzeuge auf sich warten lassen. Und ja, du bist ja sicherlich da schon mit der A340-600 geflogen. Was hältst du von der First Class dort und vor allen Dingen von der Sache, dass man Business Class Sitze buchen soll und dann ein zusätzliches Upgrade machen kann, damit man einen anderen Sitz hat, aber offensichtlich keinen anderen Service. Ja, also der Sitz als solches ist ja nicht schlecht. Also da muss man ja ganz ehrlich sein, das wäre Leiden auf hohem Niveau. Es ist jetzt auch kein wirklicher First Class Sitz, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, wenn man den Wettbewerber beobachtet. Es ist aber der Sitz, der halt in der Lufthansa-Gruppe im Moment geflogen wird als First Class. Und die 787 lässt auf sich warten, hätte aber auch keine First Class. Die 350, die 10 Stück, die mit First Class irgendwie mit dieser Viererreihe vorne kommen sollen, die ist auch irgendwo noch verschollen im Orbit. Also das kommt auch noch. Also insofern denke ich mal, dass sich das Ganze geben wird, wenn die Lufthansa wieder mehr 340-600er bringt, denn im Moment steht die 340-600 ja nicht mehr in Teruel in Spanien, sondern auf Malta bei der Lufthansa-Wartung und wird dort gepimpt, heißt also wieder auf Flugtauglichkeit getrimmt, weil wenn ein Flugzeug in Deep Storage war, dann muss man natürlich einiges an Arbeiten machen und so wie man gesehen hat, glaube ich, auch Lackierarbeiten. Das heißt also, man hat die auch in dem neuen Konzernkleid erstrahlen lassen. Wobei sich mir die Frage stellt, wenn das doch so ein Intermezzo sein soll, warum wird die Maschine neu lackiert? War die fällig? Musste man das tun? Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es wird seine Gründe haben. Vielleicht sind die neuen Lacke etwas leichter, keine Ahnung. Spart man wieder 3-4% Kerosin? Ich weiß es nicht. Ja, also es ist zumindest nicht der diese Folie, die man draufklebt, wie man das zum Beispiel bei der Lufthansa Cargoflotte gemacht hat, dass man da so ein bisschen Haifischhaut imitiert und da halt auch bessere Strömung hat. Ja, dann das nächste Thema, was in meinen Augen, ich will nicht sagen besorgniserregend ist, nachdem wir ja das mit dem Lack nochmal in extenso durchgesprochen haben, gibt es natürlich bei den A350ern ein Flügelproblem. Meine hat es nicht. Ist zu neu. Ja, natürlich. Natürlich. Da gibt es bei allen Fluggesellschaften Sichuan Airways, Thai Airways, Cathay, Qatar, Asiana, Türkisch, Hainan, you name it, Air France. Also alle haben das Problem, dass da die Warnung ausgesprochen wurde, dass ein Blitzeinschlag das als mögliche Feuerquelle
ja, ich sag mal, passieren könnte, dass das also quasi irgendwie diese Metallbänder, die das ableiten, nicht richtig verbaut, verdrillt, ich weiß es nicht genau, sind. Also insofern, da muss nachgearbeitet werden. Ist jetzt aber in meinen Augen nicht so ein dramatisches Problem, weil man sagt ja, dass man es binnen 78 Monate nach Produktion, also 78, 12 plus 12 sind 2, sind 36. Also ihr merkt schon, viele Monde, 6 Jahre, habe ich richtig gerechnet? 6 Jahre? Ja. 6 Jahre. Dass also 6 Jahre Zeit hat. Also insofern kann das jetzt nicht so dramatisch sein. Also keine Angst. Nee. Also, und bei Lufthansa ist ja auch nur einer betroffen, ne? Genau, also insofern ist das alles tippitoppi und da ist also auch kein Problem. Ja, Mario, Vaccination. Du bist ja ein großer Freund von Vaccination. Ach, naja, ich bin da kein großer Freund von, aber man tut es halt. Und bei der Kampagne Zusammen gegen Corona haben ja ganz, ganz viele Unternehmen in Deutschland ihre Werbeslogans umgestellt. Und unter anderem auch die Lufthansa. Und die sagt jetzt Ja zur Impfung oder auf Englisch Say Yes to Vaccination. Ja, war ja eigentlich abzusehen, dass natürlich die Lufthansa da auch mitmacht. Und ja, von, weiß ich nicht, have a break, have a peaks, bis hin zu dann geh doch zum Impfen, ist ja so ziemlich alles dabei, finde ich, sind ein paar sehr gelungene Sprüche dabei, die so umgewandelt sind. Porsche hat Impfen, genau. Der Zentralrat der Juden hat, wir sind empört. Genau, wir sind empört. Das finde ich auch, also ist abgefahren. Oder bei Douglas kam Impf and Find Out. Also ist schon witzig gemacht. Ja, und weiß ich nicht. Ich finde es ganz gut, wenn dann der ein oder andere dazu noch zum Impfen gebracht wird. Warum nicht? Rittersport finde ich auch geil. Wir haben dann Impfstoff drauf gedruckt. Ja, das ist ist gar nicht schlecht. Also ich finde ich eine ganz, ganz witzige Aktion, vor allem, weil alle da mitmachen und sich angeschlossen haben. Und ja, da kann natürlich letztendlich die Freunde der Lufthansa sich nicht ausschließen. Und insofern alles gut. Super, also ich finde das eine gute Aktion, wobei man natürlich jetzt ehrlicherweise sagen muss, es gab auch weniger gut gelungene Aktionen. Aber ich glaube, das Impfen, und das wissen jetzt alle mehr oder weniger, dass man da nicht drumherum kommen sollte, weil es einfach eine wichtige Sache ist. Dann Eurowings hat sich natürlich auch beteiligt. Ich habe das Bild eben von der Lufthansa eingeblendet. Das von der Eurowings habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Aber wir sollten mal auf den lustigen Jens Bischoff zu sprechen kommen. Ich sage deshalb lustig, weil er sagt, er erwartet eine Pleitewelle nach der Krise. Das heißt also, obwohl wir eine Erholung hatten, befürchtet man eine Pleitewelle. Und er hat in dem Tagesspiegel Background Smart Verkehr in dem Podcast Fastlane, glaube ich, heißt er, da ein paar warme Worte gesagt und hat dann halt auch gesagt, dass die Eurowings natürlich wieder anfängt, in Europa zu fliegen, in Deutschland mit Nürnberg, dann aber auch EasyJet. Und man sieht ja auch daran, dass Eurowings einige innerdeutsche Strecken auch gestrichen hat, wobei wir ja auch gesagt haben, wie groß im Vergleich die Eurowings zur Ryanair und zur EasyJet sind. 100 irgendwas Flugzeuge. 120, sind, ja. Genau, sind sie immer noch nicht bei. Aber wollen sie sein? Und wie viel haben die Freunde von Ryanair, Mario? Hast du die Zahl auf Kette? Waren über 600, glaube ich, ne? Ja, also das war relativ viel. Und 400 irgendwas waren die von EasyJet. Ja. Also insofern müssen wir einfach mal gucken. Spannend ist natürlich, Eurowings ist selber jetzt nicht eine Fluggesellschaft, die so profitabel unterwegs war, weil man halt wirklich aggressiv den Markt versucht zu bekommen. Und ganz wichtig ist auch in meinen Augen, und das finde ich auch mal spannend, mit der Disco, also Eurowings Discover, die halt auch schon Schiffbruch erlitten hat und der x-te Aufguss ist von einer Langstrecke. Also insofern, da sollten wir einfach mal schauen. Ne?
Da muss man mal auf jeden Fall schauen. Aber also, dass ich, das haben wir ja auch schon oft thematisiert, am europäischen Flugzeugmarkt wahrscheinlich noch was tun wird, ist ja im Grunde völlig klar. Wir haben ja einige Kandidaten, die ziemlich wackeln oder schon seit vielen Jahren wackeln, wie die SAS dort bei dir in der Region, die Skandinavier. Und ja, die Italiener liebäugeln ja auch und die Lufthansa wiederum liebäugelt mit den Italienern. Also da wird sich sicherlich noch was tun. Und ja, hat man neulich, glaube ich, auch Turkish Airlines ist an TAP interessiert. Also da wird es sicherlich noch zu der einen oder anderen, Überraschung würde ich gar nicht sagen, aber zu der einen oder anderen Neukonstruktion von Fluggesellschaften kommen. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Ja, und wovon ich auch fest überzeugt bin, ist, dass der Bus eine größere Rolle bei der Lufthansa spielen wird, als uns lieb ist. Aber es gibt ja auch Verschiebungen. Also ich war im Hilton am Flughafen München und ich habe da so vor mich hingeguckt, hatte auch ein geiles Zimmer an der Ecke, hatte also genau diese Ecke, wo man auf diese Zufahrtsstraße schaut, wo die Busse rein und raus fahren und die Taxis. Und ich guckte immer so auf den Bus und irgendwie hatte ich das Gefühl, da passiert nichts. Also ich meine, ich muss jetzt der Ehrlichkeit halber auch sagen, das war jetzt von Freitag auf Samstag. Also das heißt, aber trotzdem, wenn da die Busse so fahren und Samstag hatte ich auch Busse gesehen, war allerdings dann auch schon wieder irgendwann los nach Frankfurt. Also die waren nicht so voll, aber man hat die Frequenz verdoppelt aber dennoch, ne? Ja, also wir wollen ja sogar noch einen fünften Bus, glaube ich, bringen. Also vier Busse sind das und ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja über eure Erfahrungen mit dem Bus schreiben, ob ihr das ein gutes Ding findet, weil ich glaube einfach, die Anbindung, die ja nicht täglich ist, auch nach Wien oder die Anbindung nach Zürich, die ja da ist, dass die Leute einfach umschwenken und sagen, hey, dann fliege ich halt über den Hub Frankfurt, München oder aber, schon München sage ich, eben nicht über München, sondern über Zürich oder über Österreich, über Wien. Also insofern kann man da einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Innsbruck habe ich gar nicht beobachtet. Passiert in Innsbruck was? Im Bus wahrscheinlich, aber nicht so viel. Ja, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht nur, dass man auf die Lufthansa-Töchter ausweichen kann. Man kann ja theoretisch auch mit einer anderen Allianz fliegen, mit Air France oder KLM. Wobei die jetzt in derselben sind, aber aber mit einer anderen Fluggesellschaft zumindest. Ja, also das, was Mario meinte, ist natürlich, dass man dann entweder nach Amsterdam mit der KLM fliegt oder mit der Air France nach Paris. Warum? Ganz einfach, weil man logischerweise Paris und Amsterdam, ich glaube, 6-mal pro Tag oder sowas angebunden hat aus Nürnberg. Also insofern gibt es ja natürlich genug Angebote. Was ich auch spannend finde, Lufthansa hat jetzt weitergemacht. Man hatte Calls zum Beispiel mit Senatoren, mit Horncirkeln aus der Schweiz, aus Österreich ist, glaube ich, auch in Planung gewesen oder gemacht worden. Die Deutschen und Internationalen sind auch gemacht worden. Heißt also, da gab es auch diese Webcasts, wie sie heißen. Da gab es halt die Themen, dass die Lufthansa sich das alles anguckt. Es gab da auch keine Aussage natürlich zu dem Thema, was nächstes Jahr passiert. Ich würde einfach mal jetzt frech in den Raum rufen, die Lufthansa weiß selber nicht, was sie machen sollen. Und diese Omikron-Variante hat die natürlich auch wieder auf dem kalten Fuß erwischt, weil sie dachten, sie könnten jetzt 2022 wieder so fahren, wie sie vorher gefahren sind. Aber die Air France hat ja schon in den Ring geworfen, dass die XPs mit Rabatt zu kriegen sind, beziehungsweise mit Aufschlag, aber auch, dass die Requalifikation gar nicht nötig ist, weil der Status trotzdem verlängert wird. Und man sieht, dass man schon hier in 2021 weiß, was 2022 passiert. Ja. Und die Lufthansa ist jetzt das dritte Mal in Folge, glaube ich, von anderen einfach geschlagen worden. Also ich glaube, wenn die Lufthansa, wenn sie wirklich sich was Gutes tun wollen, dann sollten sie darüber nachdenken, was man tut und da den Leuten und den Kunden vor allem eine Perspektive geben und dann nicht erst wieder im Februar anfangen, irgendwas zu machen. Ja. Weil viele Leute einfach planen und dann sagen sie einfach, hey, habe ich schon anders geplant. Ich finde es problematisch, aber schreibt doch einfach mal unten in die Kommentarspalte rein,
was ihr von Lufthansa erwartet. Sagt ihr einfach, hey, ich will diese 100%-Aktion nächstes Jahr wieder haben, Kreditkartenaktionen wieder haben, also alles das, was dieses Jahr kam, wollen wir das wieder haben, weil ehrlicherweise, Hongkong ist ja immer noch nicht offen. Ne? Also nee. Asien, es ist ein Riesenproblem. Australien, bin ich mit Lufthansa nicht geflogen, zumindest nicht bewusst. Ich glaube, Perth bin ich mal geflogen mit der Lufthansa 747-400. Da sind wir mal Singapur geflogen. Ich weiß es nicht mehr genau, ist aber schon so lange her. Aber man kann ja Richtung Australien mit der Lufthansa schon mal fliegen. Ne? Genau. Und das ist halt das Thema auch mit Nordamerika. Mario hat ja auch Angst, dass die wieder zumachen wegen der Omikron-Variante. Also ja, apropos Amerika. United hat ja auch schon bekannt gegeben, dass man für 2022, soweit ich weiß, auch die Hürden für den Status wieder nach unten gesetzt hat. Also auch andere Starlines-Partner haben das da schon gemacht. Also insofern weiß ich eigentlich gar nicht, worauf die Lufthansa so wirklich wartet. Andere machen es ja vor. So schwer kann es doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ja, du hast ja gesehen, wie lange das mit den Vouchern dauerte. Ja, also, ich habe immer ja, noch keine. komm noch. Ich, ja, natürlich. Ja. Nein, also um das Ganze noch mal ein bisschen realistisch. Also du weißt ja selber, die ersten Themen, wo wir gefragt worden sind, was wir bei der Lufthansa vorschlagen würden und wie lange von dem Punkt aus, bis es wirklich gemacht worden ist. Und vor allem, die ehrliche Antwort ist, die haben ja vorher schon die Sachen überlegt. Das heißt also, es war jetzt nichts, wo sie gesagt haben, da fragen wir erstmal den Mario und den Lars, was wir machen, sondern die hatten ja vorher schon einige Sachen im Köcher und dann dauerte das halt wirklich relativ lange. Und ich glaube, die Lufthansa sollte da halt etwas tun. Aber wie gesagt, schreibt wirklich in die Kommentarspalte rein. Sie hätten uns einfach erfragen sollen, Lars. Dann wäre das auch alles nicht so komplex geworden. Wir hätten da helfen können. Ja, das ist richtig. Aber wie mein Anwalt immer so sagt, do not answer unsolicitedly. Also das heißt, ohne zu fragen, solltest du auch keine Antworten geben und dann aber auch in Arien quatschen. Das ist halt schneller im Knast, als man denkt, wenn man das macht. Das ist so. Ja, ich weiß nicht, die einzige Sache, die vielleicht noch zu erwähnen wäre, sie gehört ja zur Lufthansa, aber sie ist ja irgendwie auch immer ein bisschen außen vor. Die Freunde von Air Dolomiti führen jetzt auch das Buy on Board ein. Nicht? Eines unserer weiteren Lieblingsthemen, die wir bei der Swiss, bei der Austrian und natürlich bei der Lufthansa haben. Und der Lars hat genau on board die Lights. Wunderbar. Ja, auch Air Dolomiti. Und da erwarte ich natürlich bei Air Dolomiti besondere Leckereien. Zumindest, wenn ich mit denen mal, ist leider schon relativ lange her, geflogen bin. Vorne in der Business Class, es gab immer ganz leckeren Espresso und Cappuccino und ganz leckere Kleinigkeiten, so als Snacks auf diesen kurzen Flügen. Da bin ich sehr gespannt, was es da so Leckeres zu essen gibt. Sollten wir dann vielleicht auch mal ausprobieren. Fliegen wir mal nach Mailand oder so. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich würde einfach sagen, wir haben alle Themen besprochen. Sie. Und ihr wisst ja wie immer am Ende Abonnierbefehl und ganz, ganz wichtig, Glocke anmachen, unten kommentieren. Und wenn ihr unten kommentiert, vergesst nicht vorher den Beitrag zu liken. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Es ist alles gesagt. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann heben wir doch einfach ein paar Chatting nochmal und sagen Tschüssi. Tschüss. So, dann sind wir raus.